Wie finanziert ihr die Fahrradweltreise? Warum denn so viel Gepäck? Oder wie ist das mit Toilette und Wäschewaschen? Das sind Fragen, die wir immer wieder von euch gestellt bekommen. In diesem Video gibt's kurz und knackig die Antwort zu unseren FAQs der Fahrradweltreise. Ob man vom Weltreisen leben kann, verraten wir am Ende. Aber haben wir etwa reiche Eltern oder wie finanzieren wir die Fahrradweltreise nach Japan? Vor der Reise haben wir gespart und unseren Lebensstil sehr minimalistisch gehalten. Haben überflüssige Dinge verkauft oder gekündigt. Wir vermeiden Übernachtungskosten, schlafen überwiegend in unserem Zelt, kochen selbst und überwachen all unsere Ausgaben mit unserem Reise- und Finanzplaner. Ohne muss nichts los, also arbeiten wir von unterwegs. Wir haben ein Buch geschrieben, veröffentlichen seit 4 Jahren Artikel, Videos und vieles mehr. 6 Staffeln und über 100 Episoden gibt es jetzt schon über unsere Fahrradweltreise auf YouTube. Abonnieren lohnt sich. Kann man jetzt davon leben? Nein, können wir nicht. Aber wir machen es gerne. Wie viel kostet so eine Weltreise mit dem Fahrrad? Seit 2019, also seit Beginn der Weltreise, schreiben wir jeden Cent in unseren Reise- und Finanzplaner, mit dem wir alle Kosten im Überblick behalten. Jeder Reisende hat andere Bedürfnisse und einen anderen Reisestil. Wie hoch die Kosten sind, hängt auch vom Reiseland ab. In Europa waren die Kosten pro Person am Tag 3 bis 10 Euro inklusive Optimierung der Ausrüstung. Außerhalb Europas liegen die Kosten bei uns pro Tag zwischen 10 und 15 Euro inklusive Visa und Krankenversicherung und so weiter. Wie viel jetzt 2,5 Jahre Weltreise tatsächlich mit dem Fahrrad gekostet haben, siehst du in unserem ganzen Video. Essen auf Weltreise? Der Trick beim Reisen ist herauszufinden, was im jeweiligen Land üblich ist und sich langsam anzupassen. In Europa kochen wir jeden Tag unser Essen auf dem Campingkocher, essen viel Gemüse und Nüsse oder gehen auch mal Dumpsterdiven. Außerhalb Europas ist das Essen etwas günstiger. Da leisten wir uns ab und an Local Food und gehen dorthin, wo auch die Einheimischen essen. Mehr Infos zum Thema draußen kochen und was wir dafür nutzen, findest du in unserem Outdoor-Kochen-Artikel. Was ist dein Lieblingsgericht aus dem Ausland? Schreib in die Kommentare. Toilette und Wäsche waschen auf Fahrradweltreise? Wenn wir mal müssen, dann gehen wir hinter einen Baum, in den Wald etc. Näher führen wir das jetzt nicht aus. Wenn wir jetzt aber nichts finden zum Verstecken, eine Isomatte drumherum wickeln, das tut's auch. Beim großen Geschäft wird ein Loch gegraben oder eine Hundetüte verwendet. Wir waschen unsere Wäsche ohne Seife, notfalls im Fluss oder in einer Wasserquelle. Wie kommt ihr im Nirvana an Trinkwasser? Wir fragen die Einheimischen, wo die nächste Trinkwasserquelle ist, fragen in Restaurants oder bei Friedhöfen, Kirchen und Moscheen. Manchmal kriegen wir aber auch Trinkwasser geschenkt. Gebirgswasser ist meist frisch und klar. Das Wasser kochen wir dann auch öfter mal ab. Oder wir nutzen unseren Wasserfilter. Für einen Tag brauchen wir pro Person etwa 3,5 Liter zum Trinken und zusätzlich etwa 1 Liter zum Kochen. Wie viel Wasser trinkst du so am Tag? Unter 2 Liter oder mehr? Schreib einen Kommentar. Wie findet ihr den perfekten Wildcampingplatz? Nach 4 Jahren Leben im Zelt sind wir schon Profis im Wildcampen auf Fahrradweltreise. Wir verschaffen uns einen groben Überblick über die Lage und das möglichst ohne aufzufallen. Perfekt ist der Platz, wenn der Boden eben und Trinkwasser in der Nähe ist und vor allem keine Licht- oder Lärmquellen in der Nähe sind. Wenn du mitten in der Natur bist, gib auf Pflanzen und Tiere Acht. Schau dir den Zeltuntergrund an und beseitige alle spitzen Gegenstände, die deine Zeltplane beschädigen können. Und am wichtigsten, hinterlasse keinen Müll und nimm den Müll von anderen mit. Und wie du jetzt in Großstädten wild zeltest und was du auf keinen Fall tun solltest, erfährst du in unserem Wildcamping-Artikel und unseren Videos. Wie plant ihr eine Fahrradweltreise? Wichtig ist zwar, dass wir einen ungefähren Plan von der Route haben, aber nicht bis ins Detail alles geplant haben. Spontane Einfälle und Begegnungen können unsere Reise unheimlich bereichern. Wir nutzen Orox Maps auf dem Smartphone, Basecamp am Laptop oder das Online-Tool Open Route Service.
Mehr Tipps und Downloads von Gratis-Apps oder Karten zur Routenplanung gibt's in unserem Artikel. Warum eigentlich mit dem Fahrrad um die Welt? Das ist doch viel zu anstrengend. Wir sind flexibel und unabhängig von Transportgesellschaften, können dahin fahren, wo wir hinwollen. Wir haben viel mehr Zeit, um uns intensiver mit dem Land, den Einheimischen und deren Kultur zu beschäftigen. Radreisen ist günstig und erfordert nur unsere eigene Muskelkraft, anstatt zum Beispiel Benzin fürs Auto oder Motorrad. Unser persönlicher ökologischer Fußabdruck ist kleiner als zum Beispiel mit einer Motorradreise. Und ganz ehrlich, wenn wir mit dem Fahrrad nach Japan fahren können, schafft es auch ein jeder zum Bäcker um die Ecke, ohne Auto. Streitet ihr euch eigentlich auch mal auf der Reise? Friede, Freude, Eierkuchen. Naja, nicht immer. Wir sind Tag und Nacht zusammen, 24/7. Klar, da kann es auch mal krachen. Stell dich nicht so blöd an und hör auf, mich zu beleidigen. Die gemeinsamen Erlebnisse dieser Reise sind sehr intensiv, schweißen aber auch noch mal enger zusammen. Es ist nicht immer einfach, als Paar zu reisen, aber wir sind froh, dass wir dieses Abenteuer Fahrradweltreise gemeinsam erleben. Wie ist das bei dir? Machst du lieber alleine Urlaub? Zu zweit, mit der Familie oder in einer Gruppe? Kommentiere dieses Video. Wie läuft das mit der Verständigung auf Weltreise? Mit dem Fahrrad reisen wir oft durch abgelegene Gebiete, wo kein Mensch Englisch spricht. Wenn wir mit Händen und Füßen nicht weiterkommen, hilft uns unser kleines Zeigebuch oder die App Google Translator. Außerdem machen wir uns in jedem Land eine kleine Vokabelliste mit den wichtigsten Wörtern, wie zum Beispiel Hallo, Danke, Ja und Nein, Wasser und so weiter. Wieso habt ihr denn so viel Gepäck auf eurer Radreise? Wir reisen mit Rad und Zelt für 5 Jahre von Deutschland nach Japan. Das ist verdammt lange und die meiste Zeit davon sind wir mit unserer Ausrüstung unabhängig von Unterkünften, Strom- oder Lebensmittelgeschäften von 45 Grad bis minus 20 Grad unterwegs. Dafür haben wir zum Beispiel Sommer- und Winterkleidung, Medizin, Ersatzteile, Werkzeuge, Lebensmittel für etwa 4 Tage, Laptop für die Arbeit oder ein Solarpanel dabei, um vom Netz unabhängig zu sein und so weiter. Was wir jetzt genau dabei haben, kannst du in unserer Packliste nachlesen. Das waren einige unserer Top-FAQs zum Thema Fahrradweltreise. Mehr Antworten findest du auf unserer Webseite vagabond.com/FAQ. Gab es eine Frage, die noch nicht gestellt wurde? Dann schreib sie in die Kommentare. Abonniere unseren Kanal für jede Menge spannender Radreiseabenteuer und Tipps. Tschüss und bis bald.